Guten Tag, guten Nachmittag zusammen. Heute ist, ich weiß das Datum gar nicht, der 12. glaube ich, der 12. Juni 2021. Es ist Nachmittag, ich habe die Rollläden unten, weil es sonst zu warm wird im Zimmer, aber habe jetzt das Licht eingeschaltet, damit ihr mich auch gut sehen könnt. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt die Sonne. Ich gehe jeden Tag ins Schwimmbad und genieße es und es ist wunderbar. Ich kann es euch nicht beschreiben. Ich laufe den Berg hoch und sehe die Blumen auf dem Weg, höre die Vögel zwitschern und erreiche dann nach einiger Zeit das Schwimmbad und dort ist es wunderbar. Es hat noch keine Menschen am Morgen früh und das Wasser ist langsam angenehm, es wird besser. Es ist am Anfang war es noch unter 20 Grad. Und jetzt nähert es sich dann 22, 23 Grad und dann gehe ich schon ein bisschen ins Wasser. Und sonst liege ich an der Sonne und genieße das Ganze. Und ich habe dann mir Gedanken gemacht zu einem neuen Video und bin dann für Fragen an mich über mein neues Leben. Das habe ich über einen Artikel von Glückskeksen. Das gibt so Glückskekse in Japan oder China, ich weiß es nicht, wo Sprüchlein drin sind, habe ich so einen Artikel gelesen und in diesen Sprüchlein hat es 10 Fragen über dein zukünftiges Leben. Es ging darum, eigentlich um die Pandemie. Jetzt war ja die Pandemie, viele waren isoliert oder hatten Homeoffice und hatten nicht so Kontakt zu den Menschen und jetzt beginnt wieder ein neues Leben, weniger mit, also die Pandemie ist im Es ist tief, es ist noch da, aber es ist nicht mehr so hoch und jetzt können wir wieder leben und was erwarten wir von dem Leben? Und ich habe mir das auch für mich aufgeschrieben, was erwarte ich? Also diese 10 Sprüchlein oder diese 10 Fragen habe ich dann für mich aufgeschrieben und ich fange gerade mal an, dass das Video nicht so lange wird. Die erste Frage war, wie geht es mir? Und das ist erstens mal gut, weil es Sommer ist. Entschuldigung, ich muss den Ausschnitt da ein bisschen zumachen. Und gut, weil ich leben darf. Gut, weil ich so vieles besitze. Ich habe ja nur ein Zimmer, aber ich besitze trotzdem so vieles. Und ich bin zufrieden, dass ich so vieles besitze gegen andere, die gar nichts haben und wirklich mit wenigem zurechtfinden müssen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich bekomme Mahlzeiten, ich bekomme sie hier über den Schlauch, aber ich bekomme das, ich darf leben, ich darf leben, ich habe Freunde, die mich tragen, Betreuer und ihr, die mir zuhört und mir auch folgen auf Instagram und YouTube, die mich unterstützt. Es geht mir gut, dass mein Körper immer ins Schwimmbad gehen kann, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Vor einem halben Jahr, da war ich noch gar nicht so gut mit dem im körperlichen Zustand und hätte mir nie getraut, ins Schwimmbad hochzulaufen. Ich war noch am Rollator und jetzt gehe ich ohne Rollator und schaffe das, ohne Rollator zum Schwimmbad hochzulaufen und auch wieder zurück. Es geht mir gut und ich darf das genießen, mir mangelt es an nichts, außer an meiner eigenen Freiheit. Ich habe sie jetzt ein bisschen gewonnen durch die Zeit im Schwimmbad, aber mir fehlt sie natürlich hier im Pflegeheim. Der zweite Spruch war, wer ist mir wichtig? Und wer ist mir wichtig? Meine Freunde sind mir wichtig, meine Mutter, meine Erinnerungen, die positiven nach Brasilien. Auch die negativen Erinnerungen, die sind auch wichtig im Leben zum sich verändern. Und die positiven sind wichtig zum Sehen, dass es auch weitergehen kann. Dass es nicht immer negativ bleibt, sondern dass man sich entwickeln darf und dass es weitergeht. Mir ist auch wichtig mein Glauben, den ich habe. Und ja, das ist mir eigentlich das Wichtigste, was ich so habe, meine Freunde, meine Mutter, mein Glauben, ihr und mein Leben, mein Körper, der mich trägt und den ich liebe. Ich liebe meinen Körper so, wie er ist. Er ist nicht perfekt, welcher Körper ist schon perfekt, aber ich liebe ihn, weil ich ihn gern habe.
Das dritte war, was brauche ich, damit es mir gut geht? Was ich brauche, ist die Sonne. Das merke ich jetzt so sehr. Ich bin ein Sonnenmensch, deshalb war ich so gerne in Brasilien. Ich brauche die Sonne, ich blühe auf und habe Ideen und ich mache Luftsprünge und bekomme wieder Energie zum Leben und zum Weiterkämpfen und weiterzumachen und nicht das alles aufgeben und denken, ich habe genug von meiner Krankheit, ich möchte jetzt Schluss machen. Und nein, ich brauche, was brauche ich, dass es mir gut geht? Ein Umfeld, das mich begleitet, Ziele, neue Impulse, kleine Geschenke, die ich an mich mache und auch an andere, die geben mir auch Freude. Und anderen zuhören und Hilfe stellen. Also anderen zuhören und ihnen Hilfe stellen. Also das ist so, wie als ich diese alte Frau getroffen habe unterwegs, die ganz einsam war und schon lange nicht mehr mit jemandem gesprochen hatte und sie konnte mit mir sprechen und ich habe sie ein Stück auf ihrem Weg begleitet. Das mache ich gerne, solche Sachen, so kleine Sachen, die ich auch helfen kann. Ich kann natürlich körperlich nicht so viel helfen, aber wenn ich etwas helfen kann, ist es aus meinen Erfahrungen und aus meinem Leben. Ich habe vieles durchlebt und ich kann durch das kann ich vielen helfen. Ihr dürft mir auch gerne Fragen stellen und wenn ihr eine Hilfe benötigt oder wenn ihr eine Frage habt zu einem Problem oder zu einem Thema, dürft ihr mich gerne anfragen. Also ihr dürft auch auf meinem Video in den Kommentaren, wie ihr es auch schon tut, etwas hinschreiben und was ich auch noch brauche, ist natürlich meine Nahrung. Das ist meine Sonde im Moment. Im Moment ist sie noch meine Sonde. Ich möchte gerne, dass ich einmal dann mit dem Essen anfange, also wirklich esse und mich ernähren kann, dass ich leben kann davon und nicht abnehme, sondern vielleicht sogar zunehme und mich und das Essen genießen kann wie andere Leute. Das wäre schön, das würde ich auch brauchen. Der Glaube ist mir, brauche ich, dass es mir gut geht. Gespräche, die mich reflektieren, zum Reflektieren. Also ich brauche Gespräche mit anderen Menschen, um mich selber wieder zu spiegeln und zu reflektieren, weil ich mich viel oder oft falsch einschätze, was jetzt auch meine Figur betrifft oder ob ich andere triggere oder nicht. Da bin ich sehr, sehr unsicher, weil ich mich selber eben immer als normal sehe und ich mich nicht als jetzt Essgestörte sehe. Ich habe meine Essstörung, ich weiß das und ich akzeptiere es auch. Aber ich möchte auch jemand anderes sein, ich möchte Franziska sein und ich brauche das. Ich brauche das, dass man mich reflektiert und dass man mich auch annimmt als Franziska. Die Natur beobachten brauche ich, der Ausblick auf meine neue Wohnung und Bewegung. Das ist das, was ich brauche, dass es mir gut geht. Und Geborgenheit. Geborgenheit und Liebe und vielleicht einmal eine Umarmung. Das haben, glaube ich, viele vermisst, aber durch die Pandemie, dass man das nicht mehr so darf. Ich würde gerne meine Mutter wieder einmal umarmen. Das fehlt mir. Und die Körperwärme, die habe ich halt nie so erfahren dürfen, weil ich wegen der Magersucht halt das eher abgestoßen habe. Aber das würde mir auch noch. Das würde ich auch noch brauchen, damit es mir gut geht. Wer weiß, vielleicht in der Zukunft. Ich mache jetzt nicht daraus ein Drama oder so. Ich hoffe auf bessere Zeiten in dieser Beziehung und es wird auch anders wieder kommen. Wie möchte ich leben? Am liebsten natürlich in Brasilien, wo man nicht viel braucht, wo man mit wenig auskommt, wo die Leute zufrieden sind, die Sonne immer scheint, das Meer da ist, wo einen Energie gibt und Kraft für den Tag. Ich bin in Brasilien jeden Tag am Meer, am Morgen früh am Meer laufen gegangen und habe mir Energie aufgetankt für den Tag. Gut, ich hätte zwar essen sollen, aber ich habe das halt anders gelöst und habe mit den Menschen gesprochen und ich war immer
willkommen überall und sie haben mir geholfen, ich habe ihnen geholfen, es war eine so schöne Zeit. Dort möchte ich gerne leben, aber das kann ich halt jetzt nicht mehr. Ich möchte auch nicht mehr fliegen wegen der Umwelt und deshalb reduziere ich mich mit dem Erlebten, was ich gehabt habe und habe das in meinem Herzen und in meinen Gedanken und werde das auch darin behalten und könnte an einen See gehen. Vielleicht wäre das auch eine Option, dass ich in den Süden ziehen könnte, wenn ich mal Geld hätte, aber das habe ich halt nicht. Aber ich könnte ja in einer eigenen Wohnung, wo ich selber entscheiden kann, wie ich zu leben habe, dort könnte ich leben. Das ist mein Ziel. Das ist die Wohnung, die ich euch gezeigt habe und das ist jetzt das, wo ich leben in der nächsten Zukunft leben möchte, in der nächsten und vielleicht bis immer leben möchte in dieser Wohnung. Und meine Freiheit habe, wann ich aufstehe, wie ich den Tag gestalte, wann ich ins Bett gehe, wann ich duschen gehe. Das ist hier im Heim natürlich nicht möglich, das ist strukturiert und das muss auch so sein, das akzeptiere ich, aber es ist, ich habe jetzt genug. Ich habe das so viele Jahre jetzt gesehen und ich brauche das nicht. Ich bin nicht in diesem Zustand, dass ich so ein Setting brauche. Ich bin in einem Zustand, wo ich mir das zutraue, dass ich mir selber wieder schauen kann. Ja, und wie möchte ich leben? Achtsam möchte ich leben. Ich möchte achtsam durch den Tag gehen und nicht einfach drauf los. Ich möchte sparsam sein, bewusst im Heute und Jetzt leben, nachhaltig, das ist auch ein Thema, mit Freunden, ohne Krankheit, ehrlich, Hobbys ausleben, ich möchte wieder malen, ich habe früher so viel gemalt, ich habe musiziert, das kann ich leider nicht mehr so, ich habe Violine gespielt und da muss man wirklich sehr viel üben und ich habe die Kraft nicht mehr für die Technik, ich habe die Kraft nicht mehr, ich müsste wirklich mehr Gewicht haben und dann müsste ich mich stärken und dann könnte ich vielleicht wieder musizieren. Aber vielleicht gibt es einen anderen Weg. Aber ich kann meine Kunst ausleben im Malen oder anderen gestalterischen Tätigkeiten oder vielleicht etwas Neues lernen. Nähen, Upcycling möchte ich noch näher kennenlernen, wie ich Kleider wieder weiterverwenden kann, wenn sie mir nicht mehr passen oder wenn sie kaputt sind, dass ich sie nicht wegwerfen muss, dass ich etwas anderes daraus machen kann. Eigenständig, so gesund wie möglich, ohne Spitalaufenthalte möchte ich leben. Ich möchte nicht mehr in den Spital, außer es ist jetzt wirklich eine Entzündung oder etwas, das im Spital behandelt werden muss, aber nicht mehr wegen der Essstörung. Die Essstörung möchte ich so weit im Griff haben, dass ich nicht mehr im Spital sein muss. Das möchte ich. Und ohne Stress, ohne Zwänge und dankbar möchte ich leben. Dankbar, dass ich leben darf, dass ich hier bin und dass ich überhaupt einfach noch da bin und mit euch sein darf. Und ja, ich darf es genießen und ich freue mich einfach. Was möchte ich lernen? Ich möchte mich gerne lernen zu ernähren. Das ist wirklich ein Thema, das mich beschäftigt. Ich kann es nicht. Ich bin so ehrlich und sage, ich kann es nicht. Ich habe so vieles gesehen da jetzt auf YouTube. Sie machen ja die Recoveries, YouTubes und ich finde und die Challenges und so, aber ich finde, das ist nicht so die richtige Ernährung für mich. Ich möchte wirklich eine gesunde Ernährung lernen, wie man isst über den Tag. Und ich möchte das lernen, dass den Geschmack und das Zermalmen. Und ich war da beim Zahnarzt und sie hat gesagt, ich habe keine kaputten Zähne, weil ich sie ja nicht benutze. Und sie sind mehr ausgewaschen und das kann ich wieder auffüllen lassen jetzt. Aber ich brauche keinen zu flicken, weil sie nicht. Ich habe keine Karies und nichts. Aber das ist halt auch, weil das Essen da direkt in den Dünndarm läuft und nicht über die Zähne. Ja, ich möchte zufrieden sein mit weniger, also noch weniger rauskommen, wie ich jetzt schon habe. Ich muss ziemlich noch abbauen in der Kosmetik und in den Kleidern. Ich
bin immer wieder fahre ich rein und kaufe mir halt doch immer wieder etwas und dann schicke ich es wieder retour. Aber das möchte ich noch lernen, dass ich das nicht mehr so mache. Mich realistisch zu sehen, das möchte ich auch lernen, dass ich richtig sehe, wie ich aussehe und nicht das falsche Bild von mir habe und darauf hinzuarbeiten, darauf hin zu arbeiten. Oder? Wie habe ich das so formuliert? Darauf zu hin zu arbeiten. Irgendwie so habe ich das formuliert, dass ich mich akzeptiere, so wie ich bin, aber dass ich mich auch sehe, so wie ich bin, realistisch und dass ich lerne, mit einer gesunden Ernährung durchs Leben zu gehen. Dass ich auch mit Freunden einmal etwas essen gehen kann oder jemanden einladen darf und ihm etwas kochen oder anderen Leuten etwas kochen kann, das kann ich auch nicht. Ich bin wirklich in dieser Beziehung bin ich wirklich einen Anfänger. Ich habe früher, als die Magersucht angefangen hatte, habe ich viel gekocht für andere und habe gepanscht, wie alle das machen, aber dann habe ich dann wirklich nichts mehr gemacht in dieser Beziehung und ich müsste alles wieder neu lernen. Das ist etwas, was ich lernen muss. Dann möchte ich nichts mehr horten, das mache ich leider immer noch heute noch. Ich kaufe mir manchmal Sachen oder bestelle mir dann ein Pflegeheim, also Lebensmittel. Und dann horte ich sie. Ich horte sie und ich esse sie ja nicht und dann laufen sie ab, diese Produkte, und ich muss sie weggeben. Und ich habe jetzt meine Freundin, ihr Sohn, ihm konnte ich ein paar Riegel geben, also fast alle. Und er ist ein guter Abnehmer in solchen Sachen, aber ich muss ehrlich sein und sagen, nein, ich bestelle da nichts mehr da. Ich esse es ja doch nicht. Oder auch andere Sachen. Ich bin so eine Horterin und das möchte ich lernen abzubauen. Auch Kosmetika horte ich und ich habe so viel. Ich könnte auch verschenken, weil sie noch neu ist. Ich bekomme ja jeden Monat wieder. Und ich muss das lernen, dass ich das abbaue. Meine Ursprünge ins Auge blicken, also die Ursprünge der Magersucht ins Auge blicken. Dass ich das einmal anschauen werde und verarbeiten würde. Sicher verzeihen, das habe ich schon, ich habe schon verziehen. Aber trotzdem, alle Gründe möchte ich mal wissen. Es gibt genetische Ursachen in meiner Geschichte, aber es gibt auch Missbrauchsursachen und andere noch Sachen, die im Dunkeln und diffusen sind. Und das möchte ich gerne, wenn es geht, noch aufarbeiten. Das möchte ich noch. Und am Gewicht zunehmen, weniger zu laufen, was nötig ist, Abfall zu vermeiden, ja, weniger zu kaufen, nicht zu laufen, weniger zu kaufen, was unnötig ist. Ich habe es falsch gesagt, entschuldigt mich. Und am Gewicht zunehmen, das ist so schwierig für mich, da ich mich so gewohnt bin und mein Gewicht schon über Jahre, Jahrzehnte fast und nicht einfach schwupps sagen, ich nehme jetzt da 2, 3, 4 Kilo zu. Es ist wirklich das ist sehr schwer für mich und ich möchte es aber gerne, damit ich mehr Kraft habe und ich muss mich da überlisten, dass ich das irgendwie schaffe, dass ich hier vielleicht etwas mehr, dass ich eine hohe, höher dosierte Sonde nehme oder irgendwie, ich muss es ja nicht einmal essen, ich lasse es mir ja zu, aber ich muss ja dann auch mit dem umgehen können, mit dem Bild wieder, obwohl ich mich ja normal sehe, aber ich glaube, wenn ich zunehmen würde, würde ich mich doch sehen, dass ich zugenommen habe und das passt mir noch nicht. Aber ich möchte das lernen und an Gewicht zunehmen. Und ich möchte lernen, mehr Abfall zu vermeiden. Das möchte ich auch. Ich brauche sehr viel Abfall mit der Sonde und ich brauche Pampers in der Nacht, leider, ich bin inkontinent, ich gebe es zu. Und das ist auch Abfall, ich muss das wieder trainieren, dass ich nicht mehr inkontinent bin, wenn das möglich ist und dass ich diesen Abfall reduzieren kann und diesen Abfall irgendwie anders entsorgen kann. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, ich weiß es nicht. Was kann weg? Materielles, dass ich noch zu viel besitze, möchte ich reduzieren. Bei den Kleidern, bei der Kosmetik, wie schon gesagt, bei den Schuhen,
Und auf den Schlaf möchte ich verzichten. Auf den Schlaf möchte ich verzichten. Eigentlich möchte ich einen Trick, einen durch den Bauch, wenn ich bei der Sonde bleibe. Aber die Ärzte sagen mir, ich bin zu dünn, das ist zu gefährlich wegen einer Bauchfellentzündung. Und deshalb muss ich den Schlaf über die Nase nehmen. Und ich bin ein Ästhet und es stört mich einfach zu sehr. Immer noch. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Es ist wirklich schwierig mit diesem Schlaf. Und er geht ja bis zum Dünndarm und ich könnte da eine PEG-Sonde machen und das würde niemand sehen. Und ich wäre glücklich. Ich probiere es nochmal. Wie resilient ich bin. Ich bin schon noch schwach, das muss ich zugeben, also körperlich, aber ich bin geistig stärker. Das kann ich sagen, überspiele die körperliche Schwäche oft, das mit der Essstörung, also dass ich sage, es geht mir gut, weil die Essstörung das sagt, es geht mir gut, obwohl es mir eigentlich nicht gut geht, das kennt ihr sicher alles auch. Und das ist so ein Vorspielen von Tatsachen, die nicht real sind. Und mental bin ich aber reich. Ich habe viel erlebt und durchlebt und überlebt. Also muss ich auch eine körperliche Stärke besitzen. Ich habe wirklich in Brasilien, ich habe ja wirklich vieles Schlimmes erlebt. Und ich habe es überlebt. Ich erzähle es dann einmal in einem anderen Video. Stärke haben, ich möchte mehr auf meinen Körper achten, ihn lieben und ihm Gutes tun. Ich mache es schon, aber ich muss noch mehr. Ich muss noch mehr meinem Körper einfach mehr Abwehr schenken, dass er mehr Abwehrkräfte hat und zunehmen. Das ist das Sprichwort, also das ist die Lösung eigentlich dazu. Wofür will ich mich einsetzen? Das ist jetzt schon Punkt 9. Ich versuche etwas beizutragen, dass das Klima zu schützen und ich möchte mich für mich selber einsetzen, ein positives Vorbild sein für junge und ältere Menschen, auch für Menschen in meinem Alter, von meinem Wissen, einfach von meinem Wissen, ich kann es jetzt nicht gerade ausdrücken. Ich weiß nicht, was ich. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich möchte einfach ein positives Vorbild sein. Und das heißt, mich besser ernähren, bewusst lernen, mit Nahrung umzugehen und mich zu freuen. Ich möchte, dass alle genug zu essen haben. Das möchte ich auch. Dass die Ausbeutung von Menschen aufhört, also in der Kleiderindustrie, wie auch hier im Land, in der Schweiz oder in Deutschland oder in Europa mit den Arbeitern, die im Sektor Detailhandel arbeiten, die immer noch viel zu schlecht bezahlt werden, auch die im Gesundheitswesen, die werden viel zu schlecht bezahlt und ich möchte, dass alle gleichberechtigt sind, also dass wir alle gleichberechtigt behandelt werden und dass alle eine Ausbildung besuchen können, auf der ganzen Welt, dass alle eine Ausbildung besuchen können. In Brasilien zum Beispiel können sie das nicht. Sie behalten das Volk, sie behalten das extra tief, dass sie nicht. In Brasilien halten sie die Leute extra tief, dass sie nicht wissen, wie die Regierung funktioniert und das darf nicht sein. Gerechte Bezahlung auch in der Schweiz, weniger Abfall zu produzieren, die Tierhaltung, die schlechte Tierhaltung, da möchte ich mich auch einsetzen, das Klima, CO2 abstoßen und so weiter. Also ich möchte mich bei vielem einsetzen, was ich finanziell tragen kann, mache ich finanziell, aber ich habe leider nicht so viel Geld oder überhaupt kein Geld, wenn ich ehrlich bin, aber vielleicht kann ich anders mit etwas anderem dazu beitragen, wenn ich sparsam lebe und wirklich achtsam bin und nicht so viel einkaufe und bewusst einkaufe und Behälter mitnehme, wenn ich einkaufe, wenn ich dann mal essen werde, ich habe solche Zukunftspläne. Worauf freue ich mich? Auf die schönen Sonnentage, zusammen sein mit Freunden, mit meiner Mutter, auf meine Wohnung, auf andere Videos, die ich machen werde, zufrieden zu sein, ausgeglichen zu sein, anderen helfen, ich komme schon wieder auf das,
eine Freude zu machen, anderen eine Freude zu machen, mir eine Freude zu machen, auch das Leben, das ich noch habe. Ich weiß ja nicht, wie lange das ich noch lebe, das weiß niemand. Aber ich danke dafür, dass ich noch lebe und ich freue mich auch auf das Leben, was noch vor mir ist. Und ja, dann habe ich noch 11. für mich aufgeschrieben, meine Wünsche. Das ist eben eine Pecksonde, der Schlauch weg aus der Nase. Meinen grauen Star operieren, weil ich sehe langsam nicht mehr so viel. Und lernen zu essen und dass mein Projekt in Erfüllung geht, also das Projekt Wohnen. Und zum Schluss, warum ich nicht über meine Essstörung spreche. Auf YouTube gibt es unzählige Kanäle über diese Krankheit. Und ich finde, wir haben auch noch andere Werte, nicht nur die Essstörung. Auf diesen Kanälen stört es mich, dass immer alles auf diese Essstörung abgewälzt wird. Dass nur die Essstörung existiert und der Mensch selber gar nicht im Fokus steht. Dabei sind wir alle Menschen und haben auch einen anderen Kern, nicht nur die Essstörung. Klar ist die Essstörung da, aber ich brauche nicht über das immer zu sprechen. Mir wird es langsam schlecht, wenn ich das sehe auf YouTube. Und alle erzählen immer nur über diese Essstörung. Und deshalb spreche ich nicht über die Essstörung, aber wenn ihr interessiert seid, ich könnte euch auch über meine Essgeschichte einmal etwas erzählen und mit verstörenden Bildern untermalen. Ich verzichte darauf ja bewusst, dass ich mich nicht so zeige, wie ich schon war. Ich war schon ganz, ganz, ganz schlimm im Körper, als körperlich, also nochmals 10, 15 Kilo weniger, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und ich verzichte bewusst, was aber nicht heißt, dass ich da mich nicht zu kämpfen habe. Also ich habe mit der Essstörung genau gleich zu kämpfen wie die anderen auch. Aber ich möchte, dass man mich als erstes sieht und nicht die Essstörung. Auch wenn andere mich dünn und dürr und triggernd empfinden, ich möchte das nicht. Ich möchte meine Franziska, mein Ich, das möchte ich sein. Wenn es euer Wunsch ist, dass ich meine sehr lange Geschichte euch erzählen darf, oder wenn ihr sie erfahren möchtet, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde mir ein Skript schreiben und einen Teil, einen zweiten, einen dritten, einen vierten. Es ist eine sehr lange Geschichte, werde ich sie euch erzählen, wenn ihr das gerne möchtet. Aber man könnte auch darauf verzichten. Also ihr müsst es wünschen, wenn es euer Wunsch ist. Ich bin gerne bereit dazu. Ihr könnt auch dann davon lernen, weil ich Sachen gemacht habe, die ich bereue. Und dass ihr damit nicht auch so in solche Fallen rasselt. Und ja, darüber würde ich schon berichten. Und zum Schluss wünsche ich euch alles Gute und vielleicht stellt ihr euch selber diese 10 Fragen ans Leben, ans neue Leben nach der Pandemie. Vielleicht habt ihr auch neue Wünsche und wollt euer Leben verändern. Es wäre schön, es würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Und ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir ein Däumchen hoch geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, ein Däumchen nach unten. Und gerne könnt ihr mir wieder Kommentare dazu schreiben. Ich bin bereit für alle. Ich beantworte auch alle. Ich danke euch nochmal und wünsche euch einen ganz schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ich nehme meinen Ständer mit und lösche da oder stoppe hier. Ciao!